Ja, jetzt wie schon 7, 8 Mal hintereinander das 8. Thema heute mit Heidemarie Sasse, MET-Zentrum Hannover. Und ja, immer spannende Themen. Heute wieder, also ich glaube, da kann sich niemand entziehen. Da hat jeder Potenzial, würde ich mal so sagen. Leidenschaft in magische Anziehungskraft wandeln ist heute das Thema. Skorpion, und sie wird uns da einführend in das Thema einiges dazu sagen. Und wir haben heute wieder die Möglichkeit, direkt auch praktisch in das Be also mit einem Beispiel das zu erfahren, und wo ihr auch die Möglichkeit habt, sei es jetzt direkt live oder auch im Nachhinein, das direkt mitzumachen, also mit euren Sätzen. Das wird die Heidemarie euch dann noch erzählen. Okay, dann erstmal herzlich willkommen nach Hannover zu Heidemarie. Grüß dich. Ich grüße euch in Leipzig. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Und ja, spannendes Thema mit Skorpion. Das ist ja so das meistgeliebte oder meist gehasste Zeichen im Tierkreis und hat immer ganz viel, ja, Inhalte. Ich fange von vorne wieder an, ne? Also es geht um das Haus 8 heute, das 8. Haus im Tierkreis, um das Skorpionzeichen und den Pluto als dazugehörigen Planeten. So, und die inhaltlichen Themen sind halt Macht über sich selbst zu erlangen, bilden eigenes Vorstellungsvermögen, weil das ist da, spielen ja geistige Bilder eine ganz große Rolle, gerade was die Psychologie betrifft, ne? Das sind ja halt wirklich die Trigger dann halt, aber ordentlich zu Hause. Und erotische Fantasien zum Beispiel, weil das ist ja das Zeichen, wo Beziehungen, nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch Beziehungen, was Arbeitsverträge oder sowas betrifft, verbindlich werden. So, dann gibt es, ist da natürlich noch, sind das so ein paar Worte, Verwurzelung in der Partnerschaft, wenn man sie jetzt halt eine Liebesbeziehung begonnen hat und da halt sozusagen dieses Bindungspotenzial oder Verpflichtende, dass da vielleicht sogar ein Ehevertrag eingegangen wird. Also das gehört dazu. Die Leidenschaft habe ich ja so als ja, Highlight genommen, und ich bin ja immer dafür beim Klopfen, also halt so Dinge, die da halt nicht so ganz nett sind, in was Schöneres zu wandeln, und das fand ich halt die magische Anziehungskraft halt schöner. Also auch wenn es vielleicht gerade auch im Verkauf oder sowas geht, ne? Und die Magie gehört natürlich auch ins Skorpionzeichen, weil die Magier und die Leute, die Rituale und sowas, das gehört alles ins Skorpionzeichen. Die Stirb- und Werdeprozesse sowieso, ja. Forschung, ganz wichtig, ne? Und Therapie, jegliche Therapieformen erstmal, die Therapie gehört erstmal ins Skorpionzeichen, was auch immer da dann draus wird, was man da macht. Und dann ist es noch wichtig, weil wir sind ja jetzt schon, letztes Mal waren wir ja schon am 7. Haus, und da habe ich ja schon angefangen mit den Projektionen. Hier wird es klarer mit den Projektionen, weil jetzt kennen wir mit einem Partner, egal ob Geschäftspartner oder Liebespartner, die Entsprechungen gleich, die im gegenüberliegenden Zeichen finden. Das ist zum Beispiel dann das 2. Haus. Das war das 2. Thema, als wir mal gestartet haben hier mit unserer Serie. Und das ist das Stier-Venus-Zeichen. Und wenn ich dann halt auch so von den, ja, diese machthungrigen und geldgierigen Geschichten, was wir da so in der Politik erleben, ist natürlich die 2-8er-Achse. Da gehe ich dann nachher vielleicht auch noch mal so ein bisschen drauf ein. Und ich habe ja schon im Stierzeichen, glaube ich, gesagt, also Machthunger ist eigentlich ein Indiz dafür, dass gerade die Leute, die halt noch mehr Geld haben wollen oder das sichern wollen oder wie auch immer, die haben also halt sozusagen in der unstillbare, die sind nicht gestillt worden. Punkt. Einfach so sagen, unterstelle ich jetzt mal, ob sie jetzt also halt direkt von der Mutter gestillt wurden oder von der Amme oder sowas, das spielt hier alles eine Rolle. Mindestens haben sie keine seelische Geborgenheit erfahren, sonst könnten sie nicht im Machthunger stecken bleiben, ne? Oder auch was die Geld Gier betrifft. Ne? Gier heißt ja, da ist dann halt irgendetwas Substanzielles, weil das das Stierzeichen ist. Wenn immer noch Gierigkeit oder Besessenheit eine Rolle spielt, ist das der kompensatorische Ausdruck von der Stier-Venus. So, dann komme ich jetzt mal. Und ach so, nee, ich kann das noch mal ein bisschen näher beschreiben, was die Projektionen in das 2. Haus betrifft.
wenn da jetzt also halt eine Partnerschaft entstanden ist, dann ist es immer so, dass im gegenüberliegenden Zeichen mitgeschaut werden sollte, weil da geht es nämlich halt zum Beispiel, geht man dann so vor, das ist dann sozusagen das Haus des anderen, das ist der Besitz des anderen, die Finanzen des anderen, weil es sind ja diese Themen und oder die Mitmenschen, ne, die da halt eine Rolle mitspielen. Das sind dann, wenn geheiratet wurde, ist es ja halt dann auch die angeheiratete Familie, die da eine Rolle spielt. Und da sind dann halt auch die Erbschaften zu Hause. Deswegen die Erbschaftsstreitigkeiten gehören in die Achse. Deswegen fange ich hier jetzt auch an, von den Achsen wieder zu sprechen. Das hatte ich ja schon mal so ein bisschen beschrieben in diesen Kurzvideos. Also das wäre die 2-8er-Achse. Und der Lebensstil des Partners, das Revier des Partners und der Eigenwert des Partners. Wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Partner oder Partnerin in sein Beziehungsfeld zieht, wo kein Selbstwert da ist oder wo viele Selbstwerteinbrüche da waren, dann ist es klar, dass der Partner schon kompensieren muss, unbewusst. Wenn er sich natürlich bewusst damit auseinandersetzt, haben sie beide eine Chance zu einer Weiterentwicklung. Aber ansonsten bleibt immer ein Partner der Schwächere, so als Überschrift mal nur. Erstmal so weit. Und dann komme ich jetzt zu der körperlichen Ebene. Es gibt natürlich auch die körperlichen Entsprechungen. Und zwar sind das die Sexualsysteme, also die Fortpflanzungsorgane. Und mögliche Somatisierungen, da gibt es dann eben die Verkrampfungen, Spasmen, Hämorrhoiden, Geschlechtskrankheiten sind da natürlich. Die Erbschäden, Gendefekte und alle degenerativen Prozesse spielen hier eine Rolle. Und ja. Das war jetzt erstmal so. Und diese Entwicklung, ich spreche dann auch immer von den Jahren, in welcher Zeit, also dies ist jetzt hier von 42 bis 49 Jahren, wären dann diese Entwicklungsprozesse sozusagen auf dem Prüfstand, was die geistige Einstellung betrifft, was Transformation. Informationsmöglichkeiten betrifft und was natürlich Macht- und Ohnmachtsthemen betrifft. Und damit werden da ist, ich habe das ja auch schon mal genannt, dass es so ungefähr so die Richtung von der Midlife-Krise ist. Die haben nicht nur, bei den Frauen erzählt man dann was von den Wechseljahren, also was ich für ein Ammenmärchen halte. Also die Midlife-Krise trifft für Frauen und für Männer zu. Und da geht es dann halt wirklich halt um diese Prüfung. Das ist wie so eine kosmische Prüfung, so nenne ich das immer. Also mit den Themeninhalten, wo man wirklich von entweder die Fremdbestimmung spürt, ne? Und wo man dann zur Selbstbestimmung wäre dann die Aufgabe. Als kollektives Thema haben wir das ja auf dem Trapez, weil wir sind fremdbestimmt von diesen, die uns da halt irgendwie drangsalieren wollen, die uns sozusagen in ihren Fängen behalten wollen. Und hier geht es halt eben auch darum, was Wandlungsfähigkeit betrifft. Auch das, was Ego-Themen gehören zwar in das Widderzeichen, aber hier ist natürlich auch noch, wenn so ein fixiertes Ego eine Rolle spielt, dann ist da natürlich Wandlung angesagt. Und wenn das halt wie Schicksal vom Himmel fällt, weil das fällt ja normalerweise nicht vom Himmel, wenn man diese Entwicklung freiwillig machen würde, würde es eigentlich gar nicht so viele Problematiken geben. Ja, und dann gebe ich noch mal so kurz so ein Wort, wenn es zum Beispiel in diesen Zeiten zwischen 42 und 49 zum Beispiel Erbschaftsstreitigkeiten geben würde, dann sollte man sich die Revierverletzung oder Selbstwertkonflikte, Einbrüche aus der Zeit von 7 bis 14 Jahren anschauen. Das ist das Gegenüberliegende, die überliegende Zeit, ja, wo dann der Selbstwert aufgebaut würde, wenn es gut gelaufen ist, ne? Wenn Eltern halt so bewusst sind, dass die Kinder das vorleben können und dass sie halt auch das wahrnehmen können, wenn die Kinder da was gelitten haben. Ja, dann komme ich nochmal wieder zu dieser Überschrift Leidenschaft. Die Leidenschaft gilt ja so ähnlich wie so oft als das Salz in der Suppe in Liebesromanen, sage ich jetzt einfach mal, oder in Liebesbeziehungen. Ne? Also sonst wird ja manchmal gesagt, dann ist es, wenn keine Leidenschaft da wäre, dann wäre die Beziehung langweilig. So, und jetzt können wir aber halt mal so als Beispiel, ich habe so ein Filmbeispiel mal geguckt, ich dachte, was fällt mir da wohl ein? Na, natürlich der Rosenkrieg mit Cassie Turner und Michael Douglas. Ne, das ist so ein klassischer, schillernder Skorpionfilm, wo wirklich halt echte Schlachten geschlagen werden und ich weiß gar nicht mehr, wie das geendet ist, ob da einer überlebt hat. Also Pluto ist natürlich, hat natürlich auch Regenerationskräfte. Aber wenn ich jetzt mal dieses Thema Eifersucht gehört da ja auch mit rein, ne? Und wenn ich jetzt dieses Wort mal auseinandernehme, dann wäre das, könnte man ja formulieren, mit Eifer suchen was Leidenschaft. Und dieses Spielchen, das läuft dann in der Kompensation.
Station zwischen beiden dann, ne? Wenn ich jetzt so ein Liebespaar mal nehme, die halt so eine starke Skorpionbetonung und Stierbetonung haben, weil das ist ja dann so ein Wechselspiel, einmal siegt der eine, dann wieder der andere. Und wenn sie sich genug geschlagen haben und so genug gelitten haben, dann kommen sie beide wieder angekrochen und dann ist alles wieder gut und dann war es viel, viel schöner als vorher. Aber das ist so ein Endlosspiel, was einfach nur, ja, also Energie raubt, sag ich an der Stelle. Ja, also da wären natürlich diese Themen Neid, Eifersucht, Missgunst oder Misstrauen, ne? Also Eifersucht hat ja auch was mit Misstrauen zu tun. Also da sind das natürlich die ungeliebten Anteile von den jeweiligen und die Super. Defizite, die da noch nicht entwickelt sind. Ja, also soll ich eine kleine Pause machen, weil ihr habt schon so gekichert, habt ihr Fragen Na, es ist schon? irgendwie, na, es scheint irgendwie so Super zu passen. Parallelen zu geben gerade. Okay. Okay. Ja, also dann haben wir heute das richtige Thema. So, jetzt sage ich noch, ich spreche ja immer von Entwicklungsstufen, ne? Also ich nenne immer nur drei Entwicklungsstufen, weil da kommt man dann schon ganz gut mit klar, wenn man so ein bisschen die Texte kennt und wenn man so weiß, was es doch noch für Möglichkeiten gäbe, außer letztes Mal hatten wir ja den Krieg, den brauchen wir diesmal ja nicht, aber hier ist ja jetzt die Leidenschaft dran. Also in der gehemmten Ausdrucksform ist natürlich derjenige, der Unterlegene, der keine eigene Meinung hat. Also wäre es natürlich gut, wenn er sich eine eigene Meinung bildet und sich nicht einfach immer nur nachplappert, was andere sagen. Also ist es natürlich, lädt er ein zur Fremdbestimmung. Ja, und ich mache das auch mal, ja, aber ich bringe das auch gleich mal in das kollektive Thema. Also für mich hat das also immer jetzt viel, viel mehr Sinn ergeben in den letzten Jahren, dass diese Politikunverdrossenheit so eine große Rolle spielt, weil heute sage ich, das ist so intelligent eingefädelt worden, dass wir keinen Bock auf Politik hatten, weil sie da schon mit dieser Fremdbestimmung das sozusagen vorbereitet haben. Wenn wir keine Lust haben auf Politik und uns nicht auseinandersetzen, jetzt als Kollektiv, ja, als deutsches Volk, dann ist es klar, dass da Bestimmung, also ein leichtes Spiel, es ist ja logisch, ne? Dann ist das zu kompliziert, was die Juristerei, was die Paragraphen betrifft. Und es gibt ja heute noch so irre viele, die absolut keinen Bock haben auf Politik, ja? Und dann müssen die natürlich in der kompensatorischen Ausdrucksform, überwiegend Männer, Frauen natürlich jetzt auch, Gott sei Dank ein paar mehr, wenn die in die Kompensation, dann gehen die auf die Straße, dann demonstrieren die, dann machen die alles Mögliche und lassen sich vielleicht sogar totschlagen, aber oder auch totschießen. Also es ist traurig genug, weil es passiert genug auf den Straßen. So, jetzt komme ich wieder zurück auf diese keine eigene Meinung. Bis dahin keine eigene Meinung, wenn dann was übergestülpt wird und ich muss dann mit so einer Brachialgewalt reagieren, das ist natürlich, dann, ne, das ist oft nicht zu vermeiden. So, jetzt mache ich nochmal bei der Hemmung weiter. Also da geht es nämlich, das ist richtig auch dramatisch, ne, wenn man die Worte alleine schon hört. Also sind dann auch Anhänger eines Leitbildes. Ich habe das einmal mit T und dann nochmal in Klammern mit D geschrieben. Es ist egal, in welcher Leidensform, also halt sich das ausdrückt, da kann man, ne, das ist immer nicht nett. Und ein Leitbild wird dann halt, ersetzt natürlich auch das Wort Guru. Wenn ich dann jemanden, also 100%, also halt nur zustimmen, nur das, was ein Guru sagt. Wir haben ja vor Jahren also ganz, ganz viele Gurus gehabt. Viele sind auch jetzt von diesem Glauben abgefallen, was Gurus betrifft. Und dann kann ich gleich schon mal sagen, ja, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, ihr seid nur in der Kompensation. Die Kompensation erzähle ich gleich. So, und hier ist auch in der Hemmung noch die Autoritätsgläubigkeit, ja, weil das wird nämlich nachher später im Saturn, wenn Saturn eine Rolle spielt, auch kommt dann die Autoritätshörigkeit dazu, weil dann glauben wir immer recht oder so ähnlich, ja. Also beim Chef ist es ja vielleicht noch leichter, auf der individuellen Ebene dagegen anzugehen, da kündigt man, aber das ist jetzt heute ja gar nicht mehr so einfach nur das Handtuch zu schmeißen. Da ist es ja halt dann oft schon, dass dann also halt dann alles Mögliche in Kauf genommen wird, um nur um seinen Arbeitsplatz zu erhalten. So eine Hemmung ist man natürlich auch Opfer. Da ist man Opfer, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, egal welches Opfer, ob finanzielles Opfer, ob sexuelles Opfer oder wie auch immer. Also Opfer erstmal so allgemein gesagt. Und man ist den Zwängen unterworfen, den Zwängen, die da gerade vorherrschen. Dann ist auch der Klient, das sage ich auch gleich nochmal, also ein Klient, egal wo er hingeht, ob zum Alternativmediziner oder zum irgendeinem Therapeuten oder zu mir, ich wehre mich auch immer dagegen, also Therapeut, also das steht zwar bei mir auf der Webseite, aber da steht ja auch MET-Therapeutin als geschützter Begriff, weil das ist etwas, was Rainer Franke hat, aber ich als Therapeutin. Ich sehe mich als Dolmetscherin für die astrologische Symbolsprache und ich gebe Hilfe
bei der Formulierung. Also eher wirklich eine Dolmetscherin, ne? Und dann das bisschen klopfen. Also es ist ja wirklich einfach. Das kann jeder in so, manchmal nach einer Sitzung schon selbst. Und ist natürlich klar, wenn man die Seminare halt besucht, dann hat man da so ein bisschen Struktur drin und kann dann halt auch weiterarbeiten. Ich sehe mich nicht als Klientin. Auch nicht als Klientin. Ich gehe sowieso schon ganz lange nicht mehr irgendwo hin, weil ich das meiste natürlich selber kann. Also ich, wenn ich wirklich in einer Notsituation wäre, dann wüsste ich zwar, wo ich hinginge, also da gibt es nur ganz, ganz wenige. Und das ist dann, entwickelt sich dann so mit der Zeit, je mehr man selbst über seinen Körper weiß, über seine Psyche weiß, dann muss ich weder als Klient irgendwo hin, noch muss ich als Therapeut tätig sein. Weil ein Therapeut sollte auch immer wissen, dass er ja damit seinen, also in der Projektion, mit den eigenen Befindlichkeiten. Viele Therapeuten schauen ja so, aber ich frage bei jedem Klienten, der zu mir kommt, ich nenne den jetzt auch natürlich Klient, weil einen Namen muss ich dafür ja auch nehmen, dann frage ich mich immer, was hat das mit mir zu tun? Ja, und dann weiß ich auch aus den Inhalten, was da geklopft wird, das ist jetzt halt auch noch ein Teil von dem, was ich wegprojiziert habe. Und dann habe ich ja dadurch, dass ich sowieso immer selber mitklopfe, ich sitze ja immer vor den Leuten und ich klopfe immer alles mit, klopfe ich natürlich bei mir bestimmte Dinge mit weg und kann später, wenn das dann halt bei mir dann halt nicht schon mit abgedeckt war in der Sitzung, mache ich anschließend nochmal Stellvertretersätze und mache dann meine Wahlsätze, weil das ist ja das Kostbarste, wenn man Stellvertretersätze formuliert hatte und die geklopft hat, dass man dann am Schluss einen Wahlsatz für sich selbst rausfindet, wo man eine eigene Affirmation sozusagen kreiert. Okay, so, und dann geht hier, die Hemmung geht noch weiter, ne? Also gefesselt, geknebelt, versklavt, ne? Also dieser Fesselsex und sowas alles, da hier in der kompensatorischen Ausdrucksform ist, der möchte das fesseln. Oft ist es so, dass es einer gar nicht will, aber das aus Liebe, Anführungsstrichen, zum anderen tut. Also wenn beide das wollen, wäre es natürlich was anderes. Dann sind beide in der Kompensation. Also da komme ich ja gleich noch hin. Ja, und das Versklavtsein als deutsche Bevölkerung, sind wir ja versklavt. Ne? Wir sind, ach, ich dachte eben, das hat geklingelt. Also hier kommt immer die Polizei so in, ach nee, ist ein Krankenwagen, so im Viertelstundenrhythmus, weil ich bin ja hier also direkt im Zentrum und hier ist ja immer ganz schön was los und die Flüchtlingszelte werden ja auch mal ein bisschen mehr und da ist halt öfter mal Einsatz. Okay, von der, wenn er einen Tutorn hört, dann wisst ihr jetzt, was es ist. Okay, also in der Hemmung, unterdrückt zu werden, ist das da. Und jetzt komme ich nochmal zu einem wichtigen Thema. Hier ist auch der Atomkraftgegner zu Hause. Atomkraftgegner, die vor Jahren sich anketten lassen haben auf den Gleisen, ne, als die Kastortransporte hier hin und her fuhren. Und ja, heute sollen sie sogar für die Atomkraftwerke, wenn die denn abgerissen werden, bezahlen. Das ist also ein bisschen mehr als Ironie des Schicksals, würde ich an dieser Stelle sagen. Aber da hätte ich auch noch ein paar Ideen zu, was man da machen kann. Natürlich auch mit Stellvertreter klopfen. So, und dann zu wenig Macht über sich selbst zu haben, das ist was ganz Wichtiges zu wissen in der Hemmung, weil wenn ich keine Macht über mich selbst habe, ist es klar, dass andere Macht über mich ausüben müssen. Ich lade sie dann förmlich dazu ein. Und es ist ganz wichtig in der Hemmung auch zu wissen, dass es im Grunde darum geht, Verantwortung für die eigene Macht übernehmen lernen. Das muss ich ganz, ganz oft klopfen mit den Leuten. Mhm. Ja? Ja, und dann haben wir natürlich auch die Tiere. Also ein Tier spielt da eine ganz große Rolle. Das ist also halt, hier ist nämlich die Hundephobie zu Hause. Und alle Hundehalter, die schon mal Hunde haben, weil ich hatte früher auch immer, als Kind hatte ich immer Angst vor Hunden, obwohl ich nie gebissen wurde und habe einfach immer noch Angst gehabt. Wusste später, weshalb das so war. Das war ein übertragener. Habe das auch geklopft und heute können Hunde an mir schnuppern oder so. Da habe ich gar nichts, da habe ich null Angst, egal wie groß oder klein der Hund ist. So, also das ist die Hundephobie. Angst ist ja sowieso auch ein Neptun-Thema, aber die Hundephobie spielt ja bei ganz vielen auch eine Rolle. So, jetzt komme ich mal zur Kompensation. Weil das ist ja, man könnte das wie so das Gegenteil halt nehmen. Ne? Aber es trifft es natürlich nicht ganz. Aber da versucht man sozusagen aus der Hemmung herauszukommen. Und die kompensatorische Ausdrucksform ist, um die vorhandene Hemmung zu übertünchen, wird der Gehemmte zum Kompensator und als solcher selbst zum Ausbeuter, wenn vorher er ausgebeutet wurde. Das ist wichtig zu wissen, gerade im Skorpion-Thema, die großen Inhalte. Ja? Und keiner muss wirklich zum Ausbeuter werden, aber das wäre erstmal so die normale Reaktion, wenn ich jetzt nicht wüsste, die Textinhalte, die ich ja dann nachlesen könnte in bestimmten Büchern. Ich habe schon Buchempfehlungen gemacht auf meiner Webseite, die wird ja gerade so richtig schön gemacht. Also da gebe ich dann auch noch ein paar Buchtexte dann halt rein, dass man sich das halt gleich so zu den Themen auch aussuchen kann, weil man muss sich nicht so viele Bücher kaufen, man kann das wirklich
wirklich halt so auf so ein Minimum reduzieren und dann gebe ich da halt Hilfestellung. So, also wird dann halt an der Stelle selbst zum Ausbeuter, wenn er Ausbeutung erlebt hat, weil das würde sich auch auf dem kollektiven Gebiet halt auch bemerkbar machen. Mal gucken, ob wir da nachher dazu kommen, ob ich da noch was zu sagen kann. Und die Macht und selber als Machthaber oder als Sadist, wenn vorher jemand also Sadismus erlebt hat, also in dieser negativen Form und würde dann praktisch dieses Opfer-Täter-Modell, ich passe da am besten immer dazu, ich versuche das dann auch immer so ein bisschen zu schreiben, also wenn ein Opfer lange genug drangsaliert wurde, kommt irgendwann der Punkt, entweder die totale Resignation, wo er sich wirklich totprügeln lässt, oder aber der steht auf und wird zum Täter. Ja, das ist sozusagen dieser karmische Ablauf, den wir halt ja auch kennen. Ne? Dieses Leben schlägst du mich tot, nächstes schlag ich dich tot. Das brauchen wir alles nicht mehr. Ja, wir können das einfach auf einer ganz anderen Art und Weise ausleben, auch ausleben lernen. Auch diese Kompensation, weil die hört sich wirklich nicht nett an. Die Hemmung ist schon nicht nett. Aber die Kompensation ist natürlich also noch eine Nummer heftiger. Ne? So, und der Guru gehört hier natürlich auch nochmal mit rein. Und der Guru wäre dann jetzt in dieser Situation, wenn er jetzt plötzlich erkennt, dass seine Maske als Guru wegfällt, dass die Leute selbst nicht nur Macht über sich selbst haben, sondern ihre eigenen Heiler werden, dann sind die natürlich ständig am Überleben. Also das ist ein Überlebenskampf, wenn die da vorher von gelebt haben und sich vorher keine Gedanken gemacht haben, ja, wovon lebe ich denn jetzt? Weil wenn ich noch glaube, dass ich Geld zum Leben brauche, und das denken wir ja alle noch, sonst hätten wir ja nicht dieses riesige Geldthema, dann ist es natürlich klar, dass ich dann um meine Existenz kämpfe, weil es geht ja beim Skorpion um die Stirb- und Werdeprozesse. Also viele glauben, wenn sie kein Geld haben, werden sie verhungern und werden sterben. Mhm. Und die Leute, die jetzt aber schon so viel, was Ernährung betrifft, gemacht haben und immer von Lichtnahrung erzählt haben, die könnten ja jetzt mal ausprobieren, ob das funktioniert. Also Geld zum Überleben und zum Essen. Zum Essen nicht, ne? Also mir wird es Geld nicht schmecken, aber halt um auch Lebensmittel davon einkaufen zu können, wäre ja dann die Konsequenz. Und es ist, also verhungern können wir mit dem heutigen Wissens- und Kenntnisstand nicht mehr, wenn wir das anwenden, was wir alle mindestens schon mal gehört haben und vielleicht teilweise sogar selbst angewendet haben. Ja, und dann ist es natürlich auch so, dass da die Beziehungen, das ist nämlich ein wichtiges Thema dann bei Liebesbeziehungen, dass die dann halt immer noch, der Kompensator lebt, Liebesbeziehungen wie Norm und Ideal es vorschreiben. Mhm. Und da scheitern auch ganz viele Beziehungen schon dran, wenn der andere dann sozusagen aus dieser Norm raus will, ja? Wenn der seine Saturn-Hausaufgaben zu machen und sagt, Trauschein interessiert mich nicht mehr. Also wozu trauen? Also trauen wäre, könnte man jetzt noch anders definieren, aber wozu brauche ich einen Eheschein? Wozu brauche ich also Ehegelübde? Kann man ja auch noch anders, nicht nur in die Vertragsgeschichten, sondern Gelübde haben ja halt über die Zeit hinaus, über dieses jetzige Leben hinaus noch eine Bedeutung. Deswegen klopfe ich auch so ganz viele mit ganz vielen, die zwar auch geschieden sind schon, ne? Das reicht nicht aus, da ist nur der Vertrag gelöst. Also dieses, im Grunde genommen ist das ja auch ein Ehegelübde, da wird ja oft kirchlich geheiratet und standesamtlich natürlich auch. Das ist ja das, was dann sozusagen die BRD, wenn es dann da um diese Geburtsscheine, Heiratsurkunden und sowas geht, dann bleibst du halt im System, weil das dann natürlich wichtig ist, weil du sollst ja deine Steuern bezahlen und sowas alles. Und das ist ja ein Unterschied, wie da besteuert wird, ob du jetzt verheiratet bist oder ob du Single bist und ob du Kinder hast oder nicht. Das ist ja eine andere Steuersituation. Ne? Also spricht dieser Scheinvater-Staat dann eine ganz große Rolle mit und versucht dich natürlich in so eine Norm reinzupressen. Und manche haben die Faxen dicker und die sagen, ich will das nicht mehr. Sondern gibt es natürlich Stress auch in einer Liebesbeziehung. Ne? So, dann ist der Missionar, ist auch eine kompensatorische Ausdrucksform, der immer, das ist halt ja Missionar brauche ich nicht weiter erzählen. Und hier ist der Klasse der Therapeut. Vorher hatten wir den Klienten, der therapiert wird, in der Hemmung und in der Kompensation haben wir den Therapeuten. Mhm. Wir haben hier den Dogmatiker, dann haben wir den Prinzipienreiter und der Hundehalter. Ja, also vorher hat man die Hundephobie und eine heilsame Geschichte kann schon sein, wenn ich wirklich Hundephobie habe und kann nicht klopfen, weil ich würde das natürlich klopfen, das geht schneller, aber dann ist es natürlich eine Therapiemöglichkeit für jemanden, der Angst hat vor Hunden, sich einen Hund zuzulegen. Weil dann kann der, die mit diesen Triggern, die dann ständig kommen, die werden sozusagen auch, man kann, es konnte ja, klopfen war ja nicht immer bekannt und
Hundephobien. Dann geht man sozusagen, wie Hermann Mayer das immer beschreibt, über die Wiederholung und Verstärkung des Problems, was da eine Rolle spielt. Und er spricht dann da in seinem Buch natürlich über diese Schicksalszwänge. Aber das ist eben auch, es hat auch mit einem Zwang zu tun. Ne? Wenn ich jetzt also halt so zwangsläufig, ich bin früher als Kind natürlich immer weggerannt oder so, wenn ich nur von Weitem schon Hund gehört habe. Aber das ist nicht mehr nötig, weil das ist, ich habe es geklopft, aber andere, wenn die das halt noch nicht kennen, die müssen dann zigmal vom Hund verfolgt werden oder so, bis sie dann einmal erleben, sie haben überlebt. Der ist jetzt halt vielleicht nur gekommen und hat nur mal geschnuppert oder so. Kann ja alles passieren. Es sind ja nicht alle Hunde, die beißen. Und dann denkt er, oh, ich habe es ja überlebt. Ne? Das ist auch so eine Form von Therapiemöglichkeit. Ne? Ja, und dann haben wir hier in der Kompensation, was die Atomkraft betrifft, den Atomkraftbefürworter. Ja. Das ist dann Gabriel, ein wunderbares Beispiel. Ne? Das, was der vor ein paar Jahren, da können wir die Politiker dann immer gucken, welche Rolle die jetzt gerade spielen. Oder auch die Grünen. Ich muss da jetzt nicht zitieren, weil das ist ja auch allgemein bekannt eigentlich. Und ja, die Kernspaltung gehört übrigens auch ins Skorpionzeichen. Und ich bin mir ganz sicher, dass da halt wirklich auch in naher Zukunft was passiert. Denn wenn es eine Kernspaltung gibt, muss es auch eine Heilung geben, weil das wäre ja das gegenüberliegende Prinzip. Und da steht für mich natürlich dann die kalte Fusion im Raum. Wir haben ganz viele andere Möglichkeiten, aber da ist auch, glaube ich, ganz schön was in Bewegung. Bin jetzt gerade so die letzten Monate nicht auf dem neuesten Kenntnisstand, aber da, das interessiert mich immer ganz, ganz doll. Weil ich habe ja mein drittes Haus, meine Häuserspitze 3 fällt ins Skorpionzeichen. Deswegen kann ich halt auch so viel quatschen, reden ohne Ende oder so. Und aber ich habe immer vor, keine Ahnung, wie viele Jahre das schon her ist, habe ich immer wieder so ein Bild vor meinem geistigen Auge, dass ich irgendwann so eine Formel, dann stehe ich gerade an meinem Küchenherd und mache da irgendwas zu essen. Die Symbolik beschreibe ich jetzt nicht, weil das halt wieder dann natürlich zu lange dauert. Aber das würde halt passen zu meinem Horoskop, dass mir dann eine simple Hausfrauenformel einfällt, wo dann plötzlich diese Heilung stattfinden kann. Und weiß ich nicht, warum ich das im Kopf habe, keine Ahnung. Also irgendwie träume ich weiter. Und es hängt natürlich mit meiner Chiron-Stellung zusammen, die ich hier nicht schreiben kann, weil das hier noch nicht Thema ist. Das machen wir vielleicht später mal. Und ich habe eben meine Venus im 10. Haus hat eine Opposition zum Chiron. Und da wird beschrieben in den Texten, dass es halt mit der Spaltung schon zu tun hatte, wo wir in früheren Leben auf Atlantis oder so halt auch schon mit dieser Atomkraft rumgespielt haben und haben da halt was, ja, was Ungeheiltes, was jetzt noch eine Rolle spielt, halt nicht heilen können, weil wir da einfach über unsere Grenzen gegangen sind und haben mit dieser Kraft also halt auch Unsinn angerichtet. Ja, okay, vielleicht stimmt das so, vielleicht auch nicht. Das ist jetzt halt einfach was Hypothetisches und mal gucken, wie es weitergeht mit der Atomkraft. Aber da ist ja halt wirklich halt einiges, was uns da auch verschwiegen wird. So kürze ich das jetzt mal ab. Ja, dann haben wir noch den Teil, der natürlich die Lösungsmöglichkeiten, das wäre jetzt doof, wenn es keine Lösungsmöglichkeit wäre, ne? Muss ich jetzt mal ein bisschen ablesen. Also ich spreche ja dann von der gelösten Form oder erwachsenen Form, nicht ich spreche davon, sondern Hermann Mayer hat es in seinen Büchern so stehen. Also eine gelöste Möglichkeit ist also eigene Konzepte sich zu machen. Das ist halt gefordert. Wenn ich sonst halt immer von Konzepten, die der Chef vorgegeben hat oder sowas, da bin ich ja dann in der gehemmten Form. Und der kompensatorische Ausdruck wäre dann, ja, das schmeiße ich hin, tue ich nicht mehr. Also es wäre wichtig, sich eigene Konzepte zu machen. Ich musste das auch lernen, bevor ich mal so Vorträge gemacht habe. Also ich kann besser freisprechen, aber ich brauche halt so irgendwas, wo ich dann hingucken kann. Ich brauche mal so einen Bezugspunkt und dann fällt mir wieder was ein. Dann fällt mir ein, was ich als nächstes sagen will. Das musste ich damals ganz lange üben. Und jetzt habe ich natürlich so viel Input hier, was man da meine astrologischen Inhalte gibt. Also da kann ich natürlich wirklich so auf Zuruf dann antworten. Aber das ist natürlich nicht mit allen Themen möglich. Ne? Meistens muss man sich auf Themen dann vorbereiten. Und das wäre dann hier zum Beispiel das eigene Konzept. Aber es muss wirklich das eigene sein. Es kann zwar ein grobes Raster von jemandem sein, der mir Hilfestellung gibt, aber es muss das eigene Konzept sein. Sonst ist es natürlich nichts Selbstbestimmtes. Ja? So, und dann
Vorstellungen, geistige Bilder, die wir im Kopf haben. Deswegen arbeite ich so gerne mit den Filmen. Dann muss ich nämlich nicht so viel wissen, sondern wenn ich so einen Erinnerungsfilm mache und habe dann dieses Bild vor meinem geistigen Auge und dann braucht dann nur noch fühlen, was fühle ich da? Brauche ich ein Wort und dann die Skala von der Intensität her. Also dann kann ich die Sätze schon bilden, muss nicht viel wissen, habe ja das Geburtshoroskop da liegen und deswegen ist das so einfach für mich jetzt mit meiner Konstellation. Ja, und dann wäre die eine weitere Möglichkeit, natürlich sich eine eigene Meinung bilden, eigene Pläne zu machen. Es liegt da immer das Wort auf eigen. Das heißt jetzt nicht in der Partnerschaft, weil es ist ja das zweite Haus schon, was die Verbindlichkeit in der Partnerschaft ja auch ausdrückt. Es ist nämlich wichtig, dass beide das haben, wenn beide auf dem gleichen Level sind, dann können die was Gemeinsames starten, gemeinsames Konzept, aber sie haben ein Fundament mit dem, was sie sich selbst innerlich erarbeitet haben. Ja? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den man wissen sollte, wenn man Konzepte hat, wo mehrere eine Rolle spielen. Ne? Es können zwei sein, es können mehr sein. Aber wenn jemand selbst kein Fundament hat, lässt er sich immer mitziehen in etwas anderes, nimmt vielleicht Verantwortung für Dinge, die ja gar nicht, die Reichweite gar nicht überschauen kann oder sowas. Und das ist dann natürlich, kann dann irgendwie was Dramatisches rauskommen. So, und dann wäre es auch noch wichtig, diesen eigenen Forschergeist. Die Forschung steckt ja auch im Skorpionzeichen. Und der Forschergeist ist als Kind im Grunde genommen schon da, wird oft unterbrochen von den Eltern, weil die Kinder dann halt ja alles Mögliche dann halt da veranstalten und die machen dann natürlich eine Bremse. Oft ist es ja auch wichtig. Und aber hier geht es darum, eine eigene Forschung, ein eigenes Forschungsprojekt vielleicht zu machen. Oder auch der eigene Therapeut werden. Das heißt, wenn ich jetzt bestimmte Dinge, vielleicht sogar beim Therapeuten, wo ich früher mal gewesen bin, mir abgucke und merke, das tut mir gut, das wäre jetzt für mich so ein klassisches Beispiel, ne, wenn manche mich jetzt als Therapeutin sehen. Ich bin gerade letzte Woche als Therapeutin angegriffen worden, ist jetzt gerade vor 14 Tagen schon her und die hat mich da völlig missverstanden, aber das musste sie halt noch lernen und ich erkläre das dann halt. Ne. Und dann hat sie ihren Fortschritt noch gar nicht erkennen können, weil sie gedacht hat, ich müsste als Therapeutin für sie Verantwortung übernehmen oder sowas, ne? Und das ist natürlich nicht möglich und das stelle ich auch immer klar. Das ist ja wichtig, dass jeder irgendwann sein eigener Therapeut wird, ne? Das sollte das Ziel eines jeden Therapeuten sein. Aber es ist natürlich auch bei den Therapeuten untereinander, ist ja auch ein bisschen was an Konkurrenzkampf. Denn wenn da jetzt, da wäre halt wirklich auch einiges an Klopfmaterial nötig und möglich. Und ich habe ja auch schon ganz viel mit Therapeuten geklopft. Also das ist, wenn das einmal klar ist, dann sagen die, boah, wait, das hätte ich in die Richtung, habe ich noch gar nicht gedacht. Und das ist so. Ja, sein eigener Chef werden, ist natürlich klar, wenn ich aus dem Arbeitsverhältnis dann irgendwann mal aussteigen will, nicht bis zur Rente halt rummalochen will, wie es halt das gängige Modell gewesen ist. Das sind ja wirklich alles alte Modelle, die auch so gar nicht mehr weiterzuführen sind. Dann würde ich eines Tages mein eigener Chef. Ja, dann bin ich Chef nicht nur in meinem eigenen Haus oder in meiner eigenen Wohnung oder in meinem eigenen Zimmer, sondern ich bin Chef über mich selbst und bestimme mein eigenes Einkommen. Ja, und dann Macht über sich selbst haben, wo das in der Hemmung halt nicht möglich war, ist es natürlich wichtig, ne, dass man dann halt irgendwann lernt, Verantwortung für die eigene Macht zu übernehmen und auch wirklich dann so altes Sterben, Neues entstehen lassen. Das ist so der eigentliche Prozess, den man also halt im Skorpionzeichen am besten beschreiben kann. Ja, dann würde ich jetzt so sagen, habe ich das Wichtigste, glaube ich, was die Skorpion-Inhalte nicht, aber das halt so im groben Überblick halt, glaube ich, kundgetan. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde. Jetzt wäre das so, dass ich mit Saida also gerne klopfen könnte, wenn das jetzt gerade Okay. so passt. Und vielleicht hast du ja irgendwas entnommen aus dem, was ich ihm erzählt habe, was dir da so einfällt, was dir da, Na, ja, was du gerne klopfen möchtest. ich kenne das sehr gut. Ich bin ja selber Skorpion. Gesundheit. Danke. Du hast das Skorpion Sonne, das wäre Ja. dann korrekt. Ich habe jetzt deine Uhr nicht vor mir liegen, aber das machen wir jetzt halt so. Und das ist natürlich dir aus der Seele gesprochen sozusagen. Ja. Ne? Wo würdest du dich jetzt so einschätzen? Also du hast mir ja vorhin was gesagt, du hattest ein Vorstellungsgespräch und das hätte fast geklappt. Und da hat noch vielleicht ein ganz bisschen gefehlt. Und wenn du das möchtest, können wir danach weiterklopfen, weil da kann man nämlich wirklich auch noch was machen, vielleicht sogar. Ja. Und wie würdest du das fühlen? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich mit dieser Absage, die du anschließend doch bekommen hast? Traurig. Okay. So, ich notiere mir das nebenbei gleich schon mal. Sag mal die Traurigkeit auf der Skala, wie hoch? Nur 8. Eine 8, okay.
Und du hast dann dich bei einer größeren Firma beworben oder warst eine kleinere Firma? Hast du direkt mit dem Chef sprechen können oder gab es einen Vorgesetzten irgendwelchen? Nee, ich habe direkt mit der Chefin gesprochen, war Also mit klein. Chefin war das. Oh, okay, wichtiger Unterschied. Also die Chefin. Und also die war die sympathisch, überpathisch oder gab es da schon irgendwas? Nö, die war total sympathisch. Wir haben uns auch super verstanden. Ich hatte eine Klar. Probemassage bei ihr gemacht, da war sie auch sehr begeistert. Dann war das halt als Masseurin. Und da hat sie auch gesehen, dass ich kurze Fingernägel habe, dass die unlackiert sind. Da war sie auch begeistert. Und Wow, also hast viel Lob bekommen. ja, total. Und Okay, deswegen war das das dann okay. insgesamt auch so ein sehr gutes Gefühl. Und irgendwie, also ich war irgendwie schon der Überzeugung, dass es klappt. Und dann kam heute die Absage per E-Mail, wo ich dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch schon so richtig durchgesickert ist, ob das so richtig angekommen ist. Magst du denn sagen, ob da war da eine Begründung dabei, weshalb sie absagt? Nee, nicht direkt. Bloß, dass sie sich für jemand anders Oder hat sie entschieden ein. hat. Bloß, dass sie für jemand anders Okay. entschieden hat. Mehr war da nicht. Okay. Das ist jetzt ein schönes Projekt, das machen wir jetzt mal, weil ich arbeite ja auch gerne mit Unterstellungen und funktionieren manchmal, weil ich meistens einen Volltreffer lande. Also die Quote ist ziemlich hoch, Ja, die ich da schaffe. hab ich schon erlebt, Okay. letztens. Wo? Okay. Na, ich war ja schon mal bei Sind dir. natürlich Feedbacks, wisst ihr, wir brauchen unbedingt mal ein paar Feedbacks, weil ich habe noch gar kein Feedback von allen, die ich bei euch da geklopft habe, schon gehört. Aber Ja. vielleicht kommst du nachher dann noch Ja, zu. gerne. So, jetzt stelle ich einfach mal, wenn das so ein angenehmes Gespräch war und die Probemassage, du hast wirklich alles gemacht, hast Lob bekommen. Jetzt unterstelle ich natürlich, also sie wird mehrere Bewerberinnen gehabt haben oder Bewerber auch. Ja. Und das kann ja sein, dass sie sich tatsächlich für jemand anderen entschieden hat, weil sie viele Bewerber hatte. Ja, kann ja sein. So, aber ich mache jetzt doch nochmal den Versuch mit dieser Absage. Du hast ja die Absage vorhin mit Traurigkeit auf 8 gesagt. Ne? Das nehme ich gleich als Einstiegssatz. Und dann mache ich nachher anschließend einen Stellvertretersatz und nehme zwei Unterstellungen. Einmal, dass sie Angst hat, dass sie dich bezahlen kann, weil du hättest ja einen Lohn bekommen, oder? Ja. Also, dass Ich mach Finanzen mal eine kurz Rolle das gespielt Fenster haben. zu. Oder aber, was hättest du eine Vermutung, was es noch sein könnte? Ob ich eine Vermutung habe, was es hätte sein können? Was da noch hinter, also ich unterstelle jetzt einfach, dass sie Angst vor den Lohnverpflichtungen hat. Weil sie, so bekommst du ja nicht nur einen Nettolohn, sondern das ist ja eine ganze Menge, was da halt an Lohnnebenkosten noch weggeht. Nee, kann Und ich ich weiß jetzt. einfach, dass ganz viele, gerade kleine Betriebe, ist das eine größere Massage oder eine kleinere? Hast du da einen Eindruck bekommen oder kannst du das nicht sehen? Konnte ich jetzt nicht sehen. Ich weiß nicht, wie viele. Aber hatte ich jetzt eigentlich nicht das Gefühl, weil ich meine, sie hat zwei gesucht und wahrscheinlich hat sie jetzt auch zwei genommen. Ja, das kann ja sein. Ist ja alles gut. Ich sage ja nur, ich arbeite nachher in der Unterstellung. Also hat sie sich, dann nehme ich die zweite Variante als eine andere Entscheidung. Entscheidung für jemand anders. Also sich für jemand anders entschieden. So, aber Schwerpunkt lege ich mal auf die Finanzen, weil das ist ja auch das zweite Haus, das gegenüberliegende Haus. Mal gucken, was rauskommt. Wir können ja nichts falsch machen. Wir tun niemandem weh. Wir können nicht, keine Ahnung, was Schlimmes machen oder so. Und jetzt gehst du, willst du einen Film nehmen mit der Traurigkeit? Das ist, glaube ich, immer das Sicherste. Weil du Ja. kannst ja dieses Gespräch Revue passieren lassen und nimmst dann die Stelle, überprüfst das dann halt nochmal in dem Moment, wo du, ach nee, das Gespräch brauchen wir gar nicht nehmen, weil das lief ja super. Das war ja per Mail. Hast du ja die Antwort bekommen, ne? Ja, per E-Mail habe ich Die die Absage Absage bekommen. gekriegt. Ja. Dann musst du den Moment nehmen, wo du die Mail öffnest und nachschaust. Dann Ja, lass das den ist Film. auch ganz komisch. Ich habe eher mit einem Anruf gerechnet. Mit einer E-Mail habe ich gar nicht gerechnet. Da war ich Ja, sowieso deswegen. verdutzt. Ich bin zu feige gewesen, weil sie, also ich muss das unterstellen. Also, weil die Stimme, sie hätte das nicht ertragen, wenn du gefragt hättest, warum nehmen sie mich denn nicht? Sie waren doch so zufrieden, sie haben mich doch so gelobt. Ja, da hatte sie Angst vor. Das war ihr peinlich gewesen oder irgendetwas anderes. Was es für ein Gefühl bei ihr ausgelöst hat, das kann ich nicht wissen, das müsste sie mir sagen. Ja, aber deswegen hat sie die Wahl getroffen, eine Mail zu schicken, weil das ist unpersönlicher. Sie hat nämlich persönlich dazu zu stehen, zu der Entscheidung, die sie getroffen hat. Das ist ihr Problem. Aber das mache ich beim Stellvertreterklopfen ja mit. Ja, das vergebe ich ihr ja.
Ja, das Ne, sie Spannende hat ist auch, vielleicht sie hat auch Kampfkräfte geschrieben. betreffend oder solche Sachen. Das kann alles sein. Ne, und das nehme ich dann als Klopfinhalt. Sie hat dann noch, Okay. da stand noch, mir fällt gerade noch ein, da stand noch ein bisschen weiter unten, falls es mit denen nicht klappt, würde sie sich melden, wo ich dachte so, hä? Was soll denn das jetzt? Muss so ein kleines Trostpflaster sein, genau. Ja, Okay. irgendwie so kam es auch vor. Können wir alles mit einbeziehen beim Klopfen. So, jetzt nimmst du einfach mal diesen Film, wo du die Mail aufmachst, du hast es ja gelesen, lässt den Film laufen und hältst den Film an der Stelle, wo es für dich schmerzlich wurde. Nicht zu lange überlegen, das Gefühl ist schnell da. Ja, es ist da. Okay, ist es noch die Traurigkeit oder gibt es noch was dazu? Na, traurig und enttäuscht, ja. Ah, guck mal, okay. Also die Traurigkeit, ist die noch auf 9? Nee, wenn ich da reingehe, ist sie 10. Ist jetzt eine 10? Die Traurigkeit ist jetzt eine 10, okay? Und Ja. die Enttäuschung? Auch ein 10. Wo ist die Enttäuschung? Auch 10. Also das ist nämlich miteinander gekoppelt. Das ist gut, dass wir das nochmal gemacht haben, weil das ist wichtig, dass beides gleich weggeht. So, du kennst das ja schon, Ja. ne? Und jetzt legst du die Hand auf. Ich kann dich jetzt nicht sehen, glaube ich, weil das ist sonst die Verbindung zu schwach, ne? Weil Ich kann es das, ja ich mal sehe nämlich jetzt probieren, nicht. ob es geht. Okay, ja gut, dann probieren wir. Also jetzt legst du die Hand aufs Herz und dann sagst du auch, wenn ich, nee, da oben ist nicht das Herz. Also das Herz ist Ja, hier. Ein bisschen okay. weiter nach außen und ein bisschen weiter, nee, nicht in der Mitte. Was? Ja, da kommst du der Sache näher. Nee, da bist du halt im Solarplexus. Ja. Also ein bisschen weiter nach links. Links, ja, so hier. Noch ein bisschen, noch ein Noch bisschen. Richtig weiter. aufs Herz, auf die linke Brust. Okay. Auf die linke Brust, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ein bisschen höher. Okay. So, und jetzt kannst du kreisen. Ja? Und jetzt gehst du in dieses Gefühl, was du eben beschrieben hast. Kannst dich schön entspannen. Und dann sagst du, auch wenn ich traurig und enttäuscht bin, Auch wenn ich traurig und enttäuscht bin. wenn ich dieses Bild betrachte, du hast jetzt dieses geistige Bild vor deinem Auge, ne, was du vorhin, wo du die Mail geöffnet hast und das gelesen hast, ja? Ja, wenn ich dieses Bild betrachte. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich es nicht verdient haben sollte. Auch wenn ich das nicht verdient haben sollte. Frei von meiner Traurigkeit und von meiner Enttäuschung zu sein. Frei von meiner Traurigkeit und Enttäuschung zu sein. Wenn ich dieses Bild betrachte. Wenn ich dieses Bild betrachte. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und vergebe mir alles, Und vergebe mir alles, was ich dazu beigetragen habe. was ich dazu beigetragen habe. Und vergebe allen Menschen in meiner Umgebung, Und vergebe allen Menschen in meiner Umgebung, die traurig und enttäuscht sind, die traurig und enttäuscht sind, wenn sie eine Absage bekommen, wenn sie eine Absage bekommen. obwohl es schon so ausgesehen hat, dass sie einen neuen Arbeitsplatz bekommen. Obwohl es schon so ausgesehen hat, dass sie einen neuen Arbeitsplatz bekommen. Was Sie dazu beigetragen haben. Was sie dazu beigetragen haben. Und vergebe meiner Fast-Chefin, Und vergebe meiner Fast-Chefin. die traurig und enttäuscht ist, von sich selbst ist, Die traurig die und traurig und enttäuscht. enttäuscht von sich selbst ist, Die traurig und enttäuscht ist von sich selbst. weil sie eine andere Entscheidung getroffen hat. Bei was? Weil sie eine andere Entscheidung getroffen hat. Weil sie eine andere Entscheidung getroffen hat. Und dich damit verletzen musste. Und mich damit verletzen musste. Was sie dazu beigetragen hat. Was sie dazu beigetragen hat. Und vergebe meiner Mama, Und vergebe meiner Mama. die wahrscheinlich von mir wieder mal enttäuscht ist. Die wahrscheinlich wieder einmal von mir enttäuscht ist. Von mir enttäuscht ist, wenn sie hört, dass ich den Arbeitsplatz doch nicht bekommen habe. Wenn sie hört, dass ich den Arbeitsplatz doch nicht bekommen habe. Was sie dazu beigetragen hat. Was sie dazu beigetragen hat. Und wähle jetzt für mich, Und wähle jetzt für mich. frei von meiner Traurigkeit und Enttäuschung zu sein, Frei von meiner Traurigkeit und Enttäuschung zu sein. wenn ich dieses Bild betrachte. Wenn ich dieses Bild betrachte. Und jetzt kommt die Punkte. Ne? Guckst du wieder ab? Kannst du es sehen bei mir?
Ja? Siehst du mich? Ja. Meine Traurigkeit und Enttäuschung, Meine Traurigkeit und Enttäuschung, wenn ich dieses Bild betrachte, wenn ich dieses Bild betrachte, lasse ich jetzt vollständig und für immer los. lasse ich jetzt vollständig und für immer los. Nächster Punkt, meine Traurigkeit. Ist das Schläfe, ne? Ja, genau. Meine Meine Traurigkeit. Traurigkeit Meine Traurigkeit und Enttäuschung und Enttäuschung lasse ich jetzt vollständig und für immer los, lasse ich jetzt vollständig und für immer los, wenn ich dieses Bild betrachte. wenn ich dieses Bild betrachte. Meine Traurigkeit und Enttäuschung, Meine Traurigkeit und Enttäuschung, wenn ich dieses Bild betrachte, wenn ich dieses Bild betrachte, lasse ich jetzt vollständig und für immer los. lasse ich jetzt vollständig und für immer los. Und jetzt kannst du es einfach so nachsprechen. Hast du es wahrscheinlich jetzt so, ne? Brauche ich nicht dauernd dazwischen reden. Schön tief atmen dabei. Meine Traurigkeit und Enttäuschung, Meine Traurigkeit und Enttäuschung, wenn ich dieses Bild betrachte, wenn ich dieses Bild betrachte, lasse ich jetzt vollständig und für immer los. lasse ich jetzt vollständig und für immer los. Meine Traurigkeit und meine Enttäuschung, wenn ich dieses Bild betrachte, lasse ich jetzt vollständig und für immer los. Und jetzt am Meine Traurigkeit und meine Enttäuschung, wenn ich dieses Bild betrachte, lasse ich jetzt vollständig und für immer los. Arm. Meine Traurigkeit und meine Enttäuschung, wenn ich dieses Bild betrachte, lasse ich jetzt vollständig und für immer los. Jetzt am Daumen, Innenseite vom Daumen. Ja. So hier? Hier? Nicht da. Also wenn die Hand zum Körper geht, die Innenseite. So. Ja, da bist du richtig. Meine Traurigkeit und meine Enttäuschung, wenn ich dieses Bild betrachte, lasse ich jetzt vollständig und für immer los. Jetzt den Zeigefinger. Meine Traurigkeit und meine Enttäuschung, wenn ich dieses Bild betrachte, lasse ich jetzt vollständig und für immer los. Mittelfinger nach Spitze. Meine Traurigkeit und meine Enttäuschung, wenn ich dieses Bild betrachte, lasse ich vollständig und für immer los. Jetzt der kleine Finger. Meine Traurigkeit und meine Enttäuschung, wenn ich dieses Bild betrachte, lasse ich jetzt vollständig und für immer los. Meine Traurigkeit und meine Enttäuschung, wenn ich dieses Bild betrachte, lasse ich jetzt vollständig und für immer los. Meine Traurigkeit und meine Enttäuschung, wenn ich dieses Bild betrachte, lasse ich jetzt vollständig und für immer los. Und die Außenseite Knie. Beide. Ja. Meine Traurigkeit und meine Enttäuschung, wenn ich dieses Bild betrachte, lasse ich jetzt vollständig und für immer los. Okay. Okay. Ja, dann spür noch mal, wo jetzt Traurigkeit und Enttäuschung ist. Vorhin war es auf 10. Wo bist du Jetzt mit der ist Zahl? bei einer 8. Eine 8? Okay. Und So, wir machen gleich den Vertretersatz. warte mal. Und Ja? währenddessen, wo wir das gemacht haben, kam zeitweise auch Wut hoch. Ja, das glaube ich dir. Jetzt mache ich aber den Stellvertretersatz. Vielleicht können wir uns danach noch verabreden, wenn wir es nicht ganz fertig bekommen, weil wir nur noch 10 Minuten haben. Okay? Also, jetzt nimmst du den Stellvertretersatz. Kann nämlich auch sein, dass die Wut da gleich mit runtergeht, wenn ich den jetzt mache. Dann sagst du einmal, auch wenn meine Fast-Chefin, brauchst den Namen ja nicht sagen, deswegen sage ich jetzt Fast-Chefin, ne, weil das ja öffentlich ist hier Ja. jetzt. Ne? Auch wenn meine Fast-Chefin Auch wenn meine Fast-Chefin sich gegen mich entschieden hat, sich gegen mich entschieden hat, obwohl sie mich so sehr gelobt hat, obwohl sie mich so sehr gelobt hat, liebe und akzeptiere ich sie so, wie sie ist. liebe und akzeptiere ich sie so, wie sie ist. Auch wenn sie es wirklich nicht verdient haben sollte, Auch wenn sie es wirklich nicht verdient haben sollte. zielsichere Entscheidungen treffen zu können, Zielsichere Entscheidungen treffen zu können. Ja, erstmal so, liebe und akzeptiere ich sie so, wie sie ist.
Liebe und akzeptiere ich sie so, wie sie ist. Und vergebe mir alles. Und vergebe mir alles. Auch meine Unsicherheit. Auch meine Unsicherheit. Während des Bewerbungsgespräches. Während des Bewerbungsgespräches. Was ich dazu beigetragen habe. Was ich dazu beigetragen habe. Und vergebe allen Bewerbern in meiner Umgebung. Und vergebe allen Bewerbern. Allen Bewerbern in meiner Umgebung. Und vergebe allen Bewerbern in meiner Umgebung. Die ihre eigene Unsicherheit. Die ihre eigene Unsicherheit. Auf ihren potenziellen Chef oder Chefin übertragen. Die ihre eigene Unsicherheit. Die ihre eigene Unsicherheit. Im Bewerbungsgespräch. Im Bewerbungsgespräch. Auf den potenziellen Chef oder Chefin übertragen. Auf den potenziellen Chef oder Chefin übertragen. Was Sie dazu beigetragen haben. Was Sie dazu beigetragen haben. Und vergebe meiner Fast-Chefin. Und vergebe meiner Fast-Chefin. Die vielleicht unbewusst meine Unsicherheit gespürt hat. Die vielleicht unbewusst meine Unsicherheit gespürt hat. Und sie vielleicht sich deswegen für jemand anders entschieden hat. Und sich vielleicht deswegen für jemand anders entschieden hat. Was sie dazu beigetragen hat. Was sie dazu beigetragen hat. Und vergebe nochmal meiner Fast-Chefin. Und vergebe nochmal meiner Fast-Chefin. Die vielleicht auch Angst davor hatte. Die vielleicht auch Angst davor hatte. Dass sie mir meinen Lohn und die Lohnnebenkosten nicht sicher bezahlen kann. Dass sie meinen Lohn und die Lohnnebenkosten nicht bezahlen kann. Was sie dazu beigetragen hat. Was sie dazu beigetragen hat. Und vergebe allen Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen. Und vergebe allen Arbeitgebern und Geberinnen. Die in ständigem Konflikt mit der Finanzverwaltungsagentur leben müssen. Die im ständigen Konflikt mit der Finanzverwaltungsagentur leben müssen. Weil der Kostenfaktor Personal immer wieder für Unsicherheiten sorgt. Weil der Kostenfaktor Personal immer wieder für Unsicherheiten sorgt. Was Sie dazu beigetragen haben. Was Sie dazu beigetragen haben. Und vergebe dieser Finanzverwaltungsagentur. Und vergebe genau. dieser. Und vergebe dieser Finanzverwaltungsagentur. Und vergebe dieser Finanzverwaltungsagentur, dass sie ganz gezielt Arbeitgeber und Arbeitnehmer verunsichert, Arbeitgeber und Arbeitnehmer verunsichert, um ihre hintertückischen Geschäfte weiterführen zu können. Um ihre hintertückischen Geschäfte weiterführen zu können. Was sie dazu beigetragen haben. Was sie dazu beigetragen haben. Und wähle jetzt für mich. Und wähle jetzt für mich. Zielsicherheit. Zielsicherheit. Und tiefe innere. Warte mal. Doch. Zielsicherheit in meinem nächsten Bewerbungsgespräch. Nee, das muss vielleicht gar nicht mehr stattfinden. Und wähle jetzt für mich Zielsicherheit in meiner beruflichen Tätigkeit. So. Und wähle jetzt für mich Zielsicherheit. Zielsicherheit. In meiner beruflichen Tätigkeit. In meiner beruflichen Tätigkeit. Und jetzt kommt es auf die einzelnen Punkte. Jetzt musst du ein Glücksgefühl erzeugen. Mal gucken, ob es funktioniert. Je glücklicher du dich fühlst, das kennst du ja schon vom letzten Mal. Und wir haben nur noch 8 Minuten, also jetzt nicht unter Druck. Aber wir machen dann halt, wenn wir es abbrechen müssen, mache ich getrennt mit dir halt nachher nochmal. Ich habe für mich Zielsicherheit. Zielsicherheit. In meiner beruflichen Tätigkeit gewählt. In meiner beruflichen Tätigkeit gewählt. Nächster Punkt. Schläfe. Ich habe für mich Zielsicherheit in meiner beruflichen Tätigkeit gewählt. Genau. Ich habe für mich Zielsicherheit in meiner beruflichen Tätigkeit gewählt. Unter der Nase? Siehst mich jetzt, glaube ich, nicht, ne? Aber doch, macht doch. Ja nichts. Doch, doch, ich sehe dich. Alles klar. Ich habe für mich Zielsicherheit in meiner beruflichen Tätigkeit gewählt.
Ich habe für mich Zielsicherheit in meiner beruflichen Tätigkeit gewählt. Ich habe für mich Zielsicherheit in meiner beruflichen Tätigkeit gewählt. Ich habe für mich Zielsicherheit in meiner beruflichen Tätigkeit gewählt. Ich habe für mich Zielsicherheit in meiner beruflichen Tätigkeit gewählt. Ich habe für mich Zielsicherheit in meiner beruflichen Tätigkeit gewählt. Was ist jetzt? Jetzt sehe ich es nicht ganz. Bisschen höher. Ach so. Mittelfinger an der Spitze. Ja. Ich habe für mich Zielsicherheit in meiner beruflichen Tätigkeit gewählt. Jetzt Kleiner ist Finger. es so weit unten. Ich bin so weit unten. Ja. So besser? Ja, so ist Okay. besser. Ich habe für mich Zielsicherheit in meiner beruflichen Tätigkeit gewählt. An Kante. Ich habe für mich Zielsicherheit in meiner beruflichen Tätigkeit gewählt. Kronchakra. Ich habe für mich Zielsicherheit in meiner beruflichen Tätigkeit gewählt. Und Außenseite Knie. Ich habe für mich Zielsicherheit in meiner beruflichen Tätigkeit gewählt. Hier, okay. Dann spür mal, wie hoch du gekommen bist. Jetzt ist die Zahl ja umgekehrt. Wie hoch bist du gekommen in deinem Glücksgefühl? Ist nicht so hoch. 3. 3, okay. Also du kannst dir das natürlich auch weiter auf die Thymusdrüse klopfen. Ne, würde ich machen und versuche ein bisschen zu atmen. Atme dich mal hoch und dann werden ja Bilder auch kommen. Weißt du, du brauchst dich ja nur an dieses Vorstellungsgespräch erinnern, wo sie dich gelobt hat. Da geht automatisch der Energiepegel nach oben. Nee, da geht er bei mir runter, werde ich traurig. Nein, ich meine doch das Gespräch, wo sie dich gelobt hat, wo sie dich gelobt hat, dass du kurze Fingernägel hattest, dass du halt. Ja, ich weiß, da werde ich irgendwie jetzt traurig, wenn ich daran denke. Okay, dann müsstest du das Traurige nachher weiterklopfen. Also wir können jetzt hier ja nicht, leider nicht weitermachen. Wir haben nur noch 3 Minuten und dann müssen wir, aber du kannst die Traurigkeit von vorhin, die war ja halt noch auf 8, glaube ich, kannst du noch weitermachen. Du hast aber schon den Wahlsatz. Probier es erstmal. Ja? Und du weißt ja, wie du mich erreichen kannst, ne? Und kannst also in Chat schreiben oder kannst, also anrufen ist nachher ungünstig, aber ich antworte nachher im Chat und wir können uns für später noch kurz verabreden, wenn du möchtest. Und Ja. dann glaub, machen wir das vielleicht noch fertig. Aber das wäre so eine Möglichkeit und da passiert noch was, ob du jetzt ein neues Gespräch bekommst oder so, weiß ich nicht. Das kann sein, dass sie anruft und du hast nicht manipuliert. Du hast ja gemerkt, wie ich formuliert habe. Es ist ja alles offen geblieben. Es hat zu dem, was du erlebt hast und was du gespeichert hast als Bild, hat es gepasst und das ist entscheidend. Okay? Ja, jetzt will ich Sabine nicht in Schwulitäten bringen, weil ich mein Zeiger sagt hier 17:58 und wenn sie um 18 Uhr den nächsten Termin hat für die nächste Sendung, dann verabschiede ich mich jetzt erstmal an dieser Stelle und wünsche euch alles Gute und ja, habe mich gefreut, dass ich mit dir klopfen durfte und die Zielsicherheit habe ich deswegen genommen, weil das nächste Zeichen Schütze ist und das ist das Glück zu Hause. Deswegen habe ich das so gewählt für dich und für die anderen auch als Info, weil es geht der Kreis weiter, ne? Ja. Okay. Also in diesem Sinne, nächsten Donnerstag kommt das Schützezeichen dran. Also da ist das Glückszeichen. Ne? Jupiter Dankeschön. ist das große Glück im Geburtshoroskop. Ja, ich bedanke mich bei dir, Saida. Ne? Also mach's Vielen gut. Bis Dank. später. Dankeschön, Ja. liebe Tschüss. Heidemarie. Genau, bis Tschüss. nächsten Donnerstag. Dankeschön. Super gemacht. Okay. Danke, alles Tschüss. Gute. Tschüss. Schön. Ja, auch.